Hallo meine völlig uhrenbesessenen. Heute haben wir wieder mal ein interessantes Video für euch. Denn so wie auch im letzten Monat stellen wir euch auch in diesem Monat unsere Top-Uhren im Verkauf vor. Und da sind einige Highlights mit dabei. Ich finde das immer ganz lustig. Manchmal kommt es mir vor, ich werf wie beim Daniel so ein Stöckchen. Und er kommt dann mit irgendwelchen Uhren immer zurück. Ja, und das ist mein Job, was soll ich machen? Und ich sehe sie vorher nicht, deshalb finde ich es immer total mega spannend, weil es ist im Prinzip fast so, ihr seht die jetzt so teilweise so wie ich jetzt zum ersten Mal. Und deshalb bin ich immer total fasziniert, was wir hier haben und freue mich drauf. Erzähl, was haben wir? Also, ja, zuerst kann man natürlich auch sagen, jetzt auch der letzte Monat, der war ja bombastisch. Also, das ist krass gewesen. Der eine oder andere Kunde wird es mitbekommen haben. Ich war nur am Rotieren irgendwie. Mich hast du auch, glaube ich, nur, wenn du mich ans Telefon bekommen hast, war total hektisch und hier und da. Ja, es ist mega viel. Ich meine, das hat uns natürlich ultra gefreut. Also, es ist mega viel verkauft worden. Ich habe schon überlegt, ob das Video nennen, wo welche Krise Fragezeichen, weil ihr seid kräftig am Shoppen, was uns gefällt, und ihr seid aber auch kräftig am Verkaufen, was auch cool ist. Ja. Weil auch nach dem letzten Video kamen mal wirklich viele, viele coole Uhren rein. Ich glaube, das hat sich jetzt, glaube ich, so ein bisschen so eine Eigendynamik entwickelt. Ne? Du hast ja mittlerweile Kunden, mit denen du schon wirklich lange, schon täglich, schon übertrieben, aber wirklich häufig in Kontakt stehst, die immer wieder was Neues haben und was Cooles bringen. Ja, hier sind jetzt auch ein paar Uhrchen dabei von einem Kunden, der mir inzwischen auch sehr ans Herz gewachsen ist. Der hat schon sehr, sehr viel über uns gekauft und verkauft. Das ist ein sehr, sehr treuer Kunde. Auch ein Platin-Kunde. Und genau, von dem habe ich jetzt wieder ein nettes Paket bekommen oder ein paar Paketchen. Dann hatte ich so einen Stapel an Uhrenboxen hier wieder liegen. Und jetzt haben wir hier echt ein paar schöne Dinger. Ich habe mir ein paar Highlights rausgesucht. Wir haben natürlich super viel noch andere Sachen im Shop. Ne? Wir haben Blancpain 50 Fathoms, 2 Stück. Wir haben Rolex, sämtliche möglichen. Wir haben alle möglichen Hublots. Wir haben aktuell sehr, sehr viel und auch noch sehr viel, was jetzt noch online geht. Auch Hublot ging gut, ne? Auch letztes Mal 2 Stück verkauft. Drei. Und also davor den Monat auch. Zwei Stück. Also alles, was wir bislang an Hublot bekommen haben, ist die letzten 1, 2 Monate. Also so nach dem Motto Unverkäufe und so weiter, kann man null sagen. Und es ist auch nicht so, dass man, natürlich habt ihr einen gewissen Abschlag, aber das habt ihr ja bei fast allen Uhren in einer gewissen Weise. Ne? Natürlich bei jetzt den, wir nehmen jetzt mal die Dinger, die gehypt sind, raus. Ihr habt immer einen Abschlag. Mhm. Ihr habt auch bei einer Breitling 25% oder sowas, bei 30% Abschlag. Das Problem ist nur, wenn ihr bei einer Breitling von 8.000 Euro 30% wegzieht, hören sich 2.400 Euro nicht so viel an, wie von 20.000, 6.000. Ne? Richtig. Und das ist das Problem. Aber ansonsten, und dann auf dem Gebrauchtmarkt zuschlagen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ja eigentlich tipptopp, ist ja dann Win-Win. Ne? Weil dann hast du ja wirklich so diese Möglichkeit, dir einfach eine Hublot zum Beispiel zu kaufen, wenn du selber, sag mal, so ein bisschen wertverlustaffin bist. Das muss ja nicht mal sein, dass du jetzt ein Sparer bist, sondern das ist ja auch für jemanden, der sich was Teures kauft und vielleicht selber viel Uhren flippert, dass der dann natürlich auch was gerne hätte, was er vielleicht nicht jetzt so mit riesen Verlusten noch verkauft. Und dann kann man das, also gebraucht, auf jeden Fall machen. Ja, absolut. Zumal du natürlich auch dann auch eigentlich eine relativ wertstabile Uhr meistens hast, weil wenn es wie beim gebrauchten Auto, wenn du ein gebrauchtes Auto kaufst oder wenn du ein neues kaufst, vom Hof fährt, verlierst du direkt am Wert. Wenn du ein gebrauchtes kaufst, ist der größte Wert schon, oder der größte Wertverlust ist da schon hinter dir. So, jetzt fangen wir mal an. Gut. Willst du dir eine rauspicken? Soll ich mir eine rauspicken? Ich habe eine, die will ich dir als allererstes eigentlich zeigen. Welche denkst du, ist es? Die Omega. Ja. Die ist so cool. Die ist so cool. Die Omega Speedmaster Apollo 11. Das war die 50 Jahre Edition damals, ne? Ja, 50 Jahre Edition mit dieser großen Mondlandungsbox. Also, die können wir ja auch mal einblenden. Ist geil. Mega. Omega macht sowieso für mich mit einer der coolsten Boxen. Ne? Also, auch wenn du mal schaust, die ganzen James Bond Boxen und so. Sehr, sehr cool. Also, wenn ich mir die Omega anschaue und die Boxen anschaue, dann wird es einfach der urgerecht. Und ich finde, ja, es ist vielleicht sperrig oder was auch immer, aber ich finde dieses Gefühl zu haben,
eine Luxusuhr auszupacken und die hast du dann einfach bei der Omega. Absolut. Ja, aber hier, ich fand die ja schon immer sehr, sehr schön. Ich habe sie ja damals vorgestellt, als sie frisch auf den Markt kam. Und ich habe mich immer gewundert, was da zerbrochen ist auf dem linken Totalisator, bis ich dann festgestellt habe, ach nee, da klettert der Neil Armstrong aus seiner Kapsel, ja, auf dem Mond. Und da muss man natürlich wissen und erkennen, das war so das Einzige, wo ich dachte, na, aber ich glaube, die dienen sehr, sehr gut, ist eine super beliebte Uhr gewesen. Ja, und natürlich für Moonwatch-Fans ist es ja quasi die Uhr überhaupt, oder? Absolut. Es ist nicht nur die Uhr überhaupt für Moonwatch-Fans, sondern auch für so, für eigentlich jeden Uhrenbekloppten, der ein bisschen was entdecken will. Ne? Du hast so viel zu entdecken, du schaust auf den Boden, du schaust auf die Lünette, du schaust aufs Zifferblatt, du wirst immer wieder was Neues entdecken. Ja, hier auf dem Boden, der Fuß, Footprint, ja, 3D. Ja. Ja, das ist echt cool gemacht, sehr, sehr gut umgesetzt und echt eine schöne Uhr. Preislich? 14.800 Euro bei uns im Shop. Die ist, stand jetzt gerade noch nicht drin, also wenn ihr das Video seht, ist die ganz frisch auch im Shop. Das heißt, gute Chance, sie noch zu kriegen. Spätestens einen Tag später wird sie wahrscheinlich im Newsletter stehen oder auch die ganzen anderen Uhren. Hier sind ein paar Uhren, die sind noch nicht drin. Die werden wahrscheinlich dann einen Tag später spätestens im Newsletter stehen. Und dann, wisst ihr selber, sind sie meistens sehr schnell weg. Also auch nicht alle, aber die meisten Uhren gehen natürlich dann recht schnell bei uns. Also wir haben auch so langsam unseren Shop quasi fast wieder leer gekauft. Verkauft. Ihr habt unseren Shop leer gekauft. Müsste jetzt langsam wieder neue Uhren kommen. Also wenn ihr was verkaufen wollt, sehr gerne unten in der Beschreibung einmal auf den Link klicken. Da findet ihr einen Link, da könnt ihr uns die Uhren anbieten. Eine kurze Werbeunterbrechung, während mein Vater hier gerade lüftet. Ja, sehr, sehr schöne Uhr. Fullset Mondlandungsbox. Meine Kaufempfehlung habt ihr. So muss das sein. Ja, ich sehe noch eine andere interessante Uhr. Je. Ja, hier liegen zwei interessante Uhren nebeneinander, aber ich zeige mir euch erst die Le Coultre Master Compressor Navy Seals Limited Edition. Ich finde die Uhr mega schön, obwohl es natürlich so einen tooligen, die Uhr so einen tooligen Look hat. Ja, aber das ist das Geile, weil ich das genau das ja gut finde, weil normalerweise ist ja Jeje einfach eher sehr dressig. Ja, und ich finde das mega. Bei der Uhr finde ich es auch mega. Also, weil die auch hier wieder, kennst du sehr viel, wenn du so drauf schaust, das sind verschiedene Ebenen, auch diese Krone, das kann man noch dazu erwähnen, ne? Diese Krone, damit wenn man die zuschraubt, ist sie komplett wasserdicht und wenn man sie dann quasi wieder aufdreht, dann kann man sie ganz normal aufziehen. Man muss sagen, man kann sie an beiden Seiten zusetzen. Das heißt, man hat einmal normale Kronenverschluss, so wie wir das kennen, und dann habt ihr zusätzlich nochmal so eine Halbdrehung machen könnt und dann habt ihr quasi das Ding sozusagen versiegelt. Wahrscheinlich wird dann eine zusätzliche Kompression erzeugt. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich mich in der Form noch nicht mit auseinandergesetzt. Ich sehe sie auch jetzt hier zum ersten Mal. Ja, das wäre eine Uhr für mich, ne? Also ich glaube, die ist so 42 oder? Die müsste 42 oder 43 Millimeter sein, ja. Dürfte eigentlich nicht kleiner oder größer sein. Ja, also die könnte ich tragen, absolut. Guck mal hier. Ja. Das ist eine Uhr, die ich sehr gut tragen kann. 7.500 Euro im Shop. Sehr, sehr schöne Uhr. Ja, interessant auch mit dem Bicolor-Band, ne? Ist ja so ein Couch-Band. Ja, Bicolor nicht, aber so. Doch, das ist grün drin. Ja gut, Bicolor habe ich im Kopf. Ja, okay, Bicolor heißt ja zweifarbig. Ja, richtig. Ja. Es ist nicht einmal alles Gold. Ja, es ist nicht alles Gold, was glänzt. In diesem Sinne haben wir auch keine Golduhren mehr. Haben wir auch keine Golduhren. Wobei, hier sind ja so Goldindizes. Also nicht direkt Gold, aber. Ja, das ist auch eine interessante Uhr. Ja. Da habe ich ist der Hype an mir komplett vorbeigegangen. Ich habe das gar nicht mitbekommen, gar nicht. Also ich habe mitbekommen, dass die gehypt ist, aber ich habe sie gar nicht vorher gesehen und auch gar nicht so intensiv mitbekommen, dass die tatsächlich so beliebt geworden ist. Aber ja, viele, viele Liebhaber finden die Uhr sehr, sehr schön. Ich persönlich finde sie auch schön, wobei ich sagen muss, irgendwas würde mich tatsächlich für mich an ihr stören. Wir sollten mal sagen, von was wir reden. Richtig, wir reden. Wir sehen die Uhren immer. Ihr seht sie nicht. Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Sie sehen sie auch im Hintergrund. Im Hintergrund, aber wenn wir jetzt einmoderieren, die Longines Zulu Time. Ich finde die schön, aber die hatten mir ein bisschen zu sehr diesen Vintage-Charakter, glaube ich. Und ich finde, das haben sie diesmal hier eigentlich ganz gut in den Griff gekriegt. Es ist gut gemacht, dass sie nicht ganz so vintage ist. Ach so.
Ja, weil ich finde, ja, du siehst da geschichtlich was widerspiegeln, was mal von früherer Zeit herkommt. Aber ich finde, durch diese Hochglanzlünette und auch dieses Grün, ne? Ja, ja. Auch diesen grünen Touch finde ich die mit diesem Hochglanz, den, ja, ich weiß nicht, also ich finde sie, weißt du, wie so ein Haus, das alt ist, du machst es dir modern neu auf. Ja, schon, Das heißt, du schon. hast diesen alten Charakter beibehalten, hast aber trotzdem moderne Uhr. Und die ist ja, ich weiß nicht, ich glaube, an sich in dieser Version ist sie jetzt, glaube ich, relativ frisch. Von wann ist die? Die Uhr, also die Uhr jetzt speziell, Ja. müsste aus 22 sein, wenn Ja, ich mich nicht siehst du, irre. sag ich doch. Ich meine nämlich auch, dass sie jetzt erst letztes Jahr rausgekommen ist. Kann mich aber auch vertun. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch ich habe Longines immer nicht so auf dem Schirm, weil eigentlich zu Unrecht, weil es ist eine coole Marke, ja, und aber Absolut. irgendwie ergibt sich das manchmal eben nicht. Und deshalb, ja, ist sie halt auch ja, ein bisschen wirklich bei uns beiden unterm Radar, aber trotzdem eine schöne Uhr für einen geilen Preis wahrscheinlich auch. Richtig, für einen geilen Kurs. Man muss dazu erwähnen, ich habe mich sogar vertan, die Uhr ist sogar aus 2023. Und was man noch dazu sagen kann, ist, dass zusätzlich ein Lederarmband mit Faltschließer auch noch mitgeliefert Naja. wird. Und die Uhr liegt preislich bei 2.300 Euro. Na cool. Ich glaube, der neue Preis liegt bei über 3. Also. Ja, das ist ja Und die du siehst Uhr ja ist der ja, Zustand, ne? die ist ja Also tipptopp. der Kunde, der mir die Uhr gegeben hat, ich kenne den, der passt immer extrem auf seine Uhren aus. Die sehen alle aus wie geleckt, wenn die kommen. Also da sieht man, wenn überhaupt, nur einen Hauch von Kratzern meistens. So, dann schnappe ich mir jetzt die Uhr, die ich natürlich am meisten sagen kann. Geh mal her, die Big Ben. Haben wir schon wieder. Haben wir schon wieder. Also das ist irgendwie Hublot ist bei uns aktuell gerade der Renner Ja, irgendwie, wobei die letzte war, ich hatte auch gedacht, wir hatten noch gerade die Blue, aber das war die Black Magic. Und das ist ja ne? jetzt hier die ganz normale, ich sag jetzt mal, Standard-Hublot. Also das ist so der günstigste Einstieg in die Genau. Big Bang-Reihe. Titan, hier natürlich eine 42er, das heißt, ihr werdet euch jetzt wundern, die eine Hublot sieht bei mir am Handgelenk etwas kleiner aus. Ja, das liegt daran, dass die. Wir haben mal hier einen kleinen Das stimmt, Größenvergleich. haben wir ja direkt, perfekt. Ja. Wobei so gewaltig finde ich, fällt der Unterschied gar nicht Ah auf. doch, Also ah ein doch, bisschen, ah doch. ja. Guck dir mal Gehäuse an, guck dir mal. Ja, okay, ja. Das ist schon ein gigantischer Unterschied. Das heißt, ihr könnt die echt locker Ich kann tragen. die super tragen. Du und ich sag dir, auch Frauen können die gut tragen. Also hier, ne, erstmal kann man auch dazu sagen, ich trage hier eine Submariner, die verkaufen wir auch aktuell für 11.000 im Shop. Eine Submariner 40 mm, also mit dem Maxi-Case noch. So, hier muss ich mir tatsächlich bei Hublot, bei den Hublot-Bändern, bei der 42er, gehe ich tatsächlich nicht mal aufs letzte Loch wie sonst, sondern so vorletztes, vorvorletztes. Also ich weiß nicht, ob man es erkennt, ich hoffe Ja, ja. absolut, passt. Aber die kann ich tragen, ne? Also, ja, ist eine Also schöne Uhr. ist eine Unisex-Uhr geworden, dadurch finde ich, ne? Weil sie halt von der Größe her wirklich so angepasst worden ist, dass man sie an schmalen Handgelenken tragen kann. Und ich finde dieses Design mittlerweile extrem zeitlos. Sie Ja, ist immer noch absolut, modern, es ist immer noch eine absolut. Hublot, aber ich finde dieses Design absolut zeitlos und es ist eine wunderschöne Uhr. Also Absolut, ja. Richtig, richtig schöne Uhr. Verkaufen wir gerade für 10.990 Euro im Shop. Wie gesagt, auch die tatsächlich entgegen aller Erwartungen haben wir die Magic Gold relativ schnell verkauft. Wir hatten ja noch eine Voll Magic Gold jetzt Das ist zweimal. entgegen der Erwartung, was die meisten Leute Genau denken richtig, würden. ja, genau So, richtig. Ich also kann mir das gut vorstellen, dass auch die jetzt schnell bei uns geht. ja, also weil einfach man sieht einfach daran auch, dass diese Uhren sich wieder schnell abverkaufen, dass Hublot einfach schöne Uhren herstellt, weil sonst würde ja keiner diese Uhren gebraucht auch Und kaufen. dass wir natürlich in der Community viele Hublot-Fans Das haben. Die meisten Händler, die ich kenne, kriegen Hublot nicht so Ja, einfach weil sie sich ja verkauft. auch gar nicht sich trauen oder weil sie denken, dass das irgendwas ist, was schwierig ist, aber es ist an sich nicht Ja, schwierig. die meisten müssen oder die meisten kaufen die Uhren ja an. Das heißt, viele haben Sorge, sich eine Hublot anzukaufen, auf Lager zu legen und dann sie vielleicht nicht verkauft zu Ja, kriegen. das ist der Vorteil eben bei uns, Ja. weil wir sagen, hey, gebt uns die Uhren her, wir machen das für euch, wir regeln das für euch. Ich glaube, 14 Tage könnt ihr zum Testen Ja. nur schicken. Das heißt, wenn er sagt, hey, ich will es mal ausprobieren, ich weiß nicht, gebt uns die Uhr 14 Tage. Warum? Weil wir im Regelfall tatsächlich innerhalb dieser 14 Tage längst verkauft haben. Im Deshalb Durchschnitt machen wir würde das ich das so. mal sagen. Ihr könnt euch hinterher auch entscheiden, die Uhr noch ein paar Tage länger da zu lassen, weil ganz ehrlich, wenn wir sie nicht verkauft kriegen, glaubt mir, ihr kriegt sie
wahrscheinlich auch nicht so schnell verkauft. Ihr könnt es natürlich für ganz wenig Geld dann einem Händler in Zahlung geben. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber ich würde das Ding auch vorziehen und es klappt ja bei uns echt gut. Also es ist ja wirklich easy. Und ich glaube, die meisten, die auch am Anfang sehr skeptisch mal gekommen sind, die sind danach immer super begeistert. Ne? Die sind immer total happy und also ich kann, glaube ich, sagen, dass ich, glaube ich, bislang noch keine Kunden hatte, die wirklich jetzt unzufrieden mit unserem Service waren. Also es wird mit Sicherheit mal irgendwas. Natürlich, man kann es nicht jedem recht machen. Jeder macht mal Fehler oder es ist irgendwas. Ich will uns jetzt nicht über den Himmel loben. Also um Gottes Willen, ne? Wir sind auch nur Menschen und wir werden auch bestimmt hier und da mal Fehler gemacht haben oder irgendwas ist nicht so reibungslos, wie wir uns das selber gerne vorstellen würden. Aber dann tut es uns mal sehr leid. Aber wir versuchen wirklich mal alles möglich zu machen. Ne? Also wirklich Service hoch 20. Ja. Ja, perfekt. Nächste Uhr. Zwei Öhrchen haben wir noch. Ich weiß gar nicht, welche ich als allererstes zeigen soll. Na, fangen wir mal an mit der hier. Einer Breitling Premier Duograph, einem Hirschband. Da ist auch nur das originale Breitling-Band dabei. Hier ist ein Hirschband, gerade da mit dem Schnellbandwechselsystem hier. Ich finde die Uhr mega schön. Das Besondere bei der Uhr ist, wir können hier zwei Zeitmessungen parallel quasi durchführen oder zwei Zeitmessungen hintereinander durchführen. Das heißt, wir drücken im Prinzip hier oder starten die Messung mit dem ersten Zeiger, dann drücken wir hier auf die Krone und dann springt der zweite Zeiger oder bleibt der zweite erste Zeiger auf der Stelle stehen und der zweite dann läuft los. Das bedeutet, so ein bisschen wie beim Staffellauf damals, ne? Kennst du noch in der Schule, weißt du, wo du dich abklatschen musst, das könntest du das zum Beispiel nutzen. Beispielsweise. Das heißt das Duograph. Richtig. So sieht's aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja tatsächlich nicht am Anfang nicht so der Fan dieser Reihe, weil das war so gar nicht Breitling. Ja, für mich am Anfang. Ist auch jetzt immer noch gewöhnungsbedürftig, aber ganz ehrlich, ich finde sie schön. Ich finde sie mega. Ich finde sie wirklich schön. Die gibt's ja auch in teilweise Bicolor-Varianten und so weiter. Ich glaube auch in Vollrosé. Da finde ich die natürlich noch mal ein bisschen heißer. Unten drunter schönen Blick auf ein Handaufzugswerk. Ja, auch wunderschön. Das heißt, ihr habt keinen Rotor, der alles jetzt irgendwie verdeckt, sondern ihr könnt schön drauf gucken, schöne Zierschliffe drauf. Ist eine sehr, sehr schöne Uhr. 100 Meter wasserdicht. Also auch mit dem Schliff hier. Das Glas ist ein Träumchen. Super Ablesbarkeit, trotz der Wölbung. Und das Geilste finde ich, das ist ja eine Komplikation. Ich glaube auch gar nicht mal so eine einfache Komplikation. Und diese Uhr kriegst du bei uns für 6.000 Euro. 6.000 Euro für so eine Uhr mit Komplikation und in dem Zustand. Also muss ich sagen, bin ich jetzt überrascht. Ich hätte jetzt auch irgendwas um 8.000, 9.000 gedacht. Ja, also dann würde ich sagen, in den Shop gehen. Absolut. Für alle, die ein bisschen auf Eleganz stehen. Ist das eine Top-Uhr. Ja, und dann kommen wir zu einer ganz, ganz geschichtlich sehr angehauchten, dieses Jahr wiederbelebten, aber hier ist noch das alte Modell. Ja. Einer IWC Ingenieur. Ja. Der Ingenieur hat Schwör. Kenne ich noch. Ich bin ja noch so von der alten Schule. Ich nicht, aber trotzdem. Ich tue mich mit der Uhr schwer. Ich weiß nicht, ob ich sie schön finde oder nicht. Irgendwie hat die was, auch gerade das Zifferblatt. Ich weiß nicht, ob vielleicht das Band nicht so meins wäre, einfach optisch gesehen. Aber die Uhr ist, die ist cool. Und desto länger man die sich anschaut, obwohl die an sich auf den ersten Blick sehr simpel wirkt oder sehr, sehr schlicht designt aussieht. Ja, die Uhr hat eine Klarheit. Ne? Es ist eine wirkliche, klare Linie, die sie hat. Und es ist halt ein Klassiker letztendlich von IWC, der so ein bisschen wirklich über die letzten Jahre in Vergessenheit geraten war, finde ich. Also er war nicht mehr so auf dem Schirm, bis er jetzt wiederbelebt wurde. Ich habe die aktuelle IWC noch nicht gesehen. Also ich kann jetzt, habe sie noch nicht in der Hand gehabt, sagen wir mal so. Die aktuelle Ingenieur, so. Aber ich kann schon nachvollziehen, was die Leute an dieser Uhr zu schätzen wissen, weil sie eine gewisse Eigenständigkeit hat. Sie hat schon diese typische, das sieht ja fast schon Royal Oak Form aus, so ein bisschen hier, aber dafür hat sie dann rund und das ist wiederum, was sie komplett wieder anders macht. Also sie, man sieht, dass das Design, sagen wir mal so, aus den 70er Jahren stammt. Ja. Und ist ja auch ein Genta-Design. Ja, das stimmt. Und das merkst du einfach und das siehst du dieser Uhr an. Und ich glaube, dass gerade diese Klassiker, nachdem die neue Ingenieur jetzt vorgestellt worden ist, wieder beliebter wird. Wo liegt die preislich? Wir verkaufen sie gerade für 6.350 Euro. Uhr stammt aus 2015, voll komplett Set.
Ja, cool. Und auch hier wieder Zustand tipptopp, ne? Also da siehst du keine großen Kratzer, kein gar nichts dran. Die sieht echt super schön aus. Ja, ist eine coole Uhr. Ja. Ja gut, dann haben wir wieder einiges. Und wenn ihr möchtet, dass demnächst wieder ein bisschen noch mehr kommt, dann könnt ihr uns gerne eure Uhren anbieten. Und je nachdem schaffen sie es ja vielleicht auch ins Video. Dann seht ihr auch nochmal eure Schätze hinterher nochmal, falls ihr am Ende doch nachtrauert. Habt ihr sie nochmal für die Ähnlichkeit. Und ja, ich glaube, wir haben auch jetzt genug gequatscht. Ich sag mal jetzt auch. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Review, was auch immer. Review, Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.